Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr beim ESXi-Host den Autostart für eure virtuellen Maschinen aktivieren könnt. Wichtig ist, dies ist nur über den ESXi-Host selbst möglich. Über das vCenter könnt ihr die Autostart-Zyklen nicht aktivieren bzw. konfigurieren. Wir öffnen uns einmal den Edge oder Firefox oder Chrome, je nachdem. Dann bin ich einmal schon mal angemeldet an unserem ESXi-Host und ihr geht folgendermaßen vor. Ihr geht einmal auf Verwalten und habe dann unter System direkt Autostart. Aktuell habe ich testweise zwei Test-VMs angelegt und um dies euch zu zeigen. Das heißt, ihr geht einmal auf eine VM drauf und geht einmal auf Aktivieren. Und seht ihr hier System Standard und Autostart Reihenfolge 1. Dann könnt ihr auch den zweiten auch noch aktivieren und das wäre dann die 2. Wenn die standardmäßig sind, die nämlich auf Nicht-Autostart eingestellt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel den ESX-Host neu startet, starten die virtuellen Maschinen nicht neu oder starten nicht automatisch, was natürlich kontraproduktiv ist, wenn ihr zum Beispiel den Domain-Controller drauf liegen habt. Ja, dann passiert gar nichts und ihr müsst manuell auf den ESXi über die Weboberfläche drauf und dies aktivieren. Dann könnt ihr nämlich auch sagen, dass er zum Beispiel früher starten soll, dass die Reihenfolge ändern, dann auch deaktivieren und wir können jetzt zum Beispiel auch in Konfigurieren sagen, welche Zyklen, wie viele Sekunden Unterschied sind. Zum Beispiel, wenn ihr schnelle Festplatten drin habt, booten natürlich die VMs schneller. Wichtig ist natürlich DC immer als erstes Domain Controller und den Rest kann man dann nachträglich hochlaufen lassen. Und den Rest kann man hier einstellen, beziehungsweise Taktsignal warten. Liegt halt daran, System Standard heißt eigentlich nur, wenn der Server hochgefahren ist, klappert er dann einmal die komplette Autostart-Reihenfolge ab und fährt die nach und nach hoch. Genau, und hier geht nochmal deaktivieren bzw. Aktion. Ist jetzt erstmal irrelevant, weil das bezieht sich nur auf die VM. Das heißt in dem Fall wirklich die vier Punkte. Dort könnt ihr es deaktivieren, aktivieren, später starten, früher starten. Und bei Konfigurieren könnt ihr die Zeit bis zum Starten der jeweiligen VMs angeben. Ja. Das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in den Kommentaren von Damo, euer Freund. Dankeschön.